Es sind die erschreckenden Neuigkeiten des Tages. Willi Herren ist tot. Das bestätigen sowohl sein Manager als auch die Polizei bereits gegenüber der Presse. Der Entertainer wird am Dienstag leblos in seiner Wohnung in Köln aufgefunden. Die Rettungskräfte haben keine Chance mehr. Laut der Bild-Zeitung handelt es sich bei der Todesursache um eine Überdosis. Gegenüber Promiflash erklärt die Polizei im Zusammenhang mit dem Ableben des Schauspielers: Wir können bestätigen, es gab einen Polizeieinsatz in Köln-Mülheim. Dort geht es um eine verstorbene männliche Person. Weitere Details gibt es derzeit nicht. Für die Fans des TV-Gesichts ist sein Tod ein großer Schock. Sie sind in tiefer Trauer. Willi durchlebt in den vergangenen Monaten eine turbulente Zeit. Anfang April gibt seine noch Ehefrau Jasmin urplötzlich bekannt, dass die Beziehung am Ende ist. Der Ballermann-Star leidet anschließend. Er wendet sich emotional an seine Community. Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Der Trennungsschmerz lässt einfach nicht nach. Doch vor wenigen Tagen gibt es dann tolle Neuigkeiten. Der 45-Jährige eröffnet in Köln einen eigenen Foodtruck für Reibekuchen. Bei der Einweihung wirkt der Rheinländer noch überglücklich. Ich bin mega stolz, wenn man bedenkt, wie lange wir jetzt gewartet haben, dass wir endlich eröffnen konnten. Ich bin mega stolz, wenn das jeden Tag so wäre, dann sehe ich ganz positiv in der Zukunft. Doch diesen Erfolg erlebt Willi nicht mehr. Nur ein paar Tage nach der Eröffnung stirbt er urplötzlich. Im Netz melden sich bereits zahlreiche Wegbegleiter und Freunde zu Wort, darunter Ballermann-Star Mickey Krause. Ich bin gerade echt geschockt. Mir fehlen die Worte. Willi, du warst ein feiner Kerl mit vielen Höhen, aber auch sehr vielen Tiefen in deinem Leben. Du hattest das Herz am rechten Fleck. Umso trauriger macht es mich, dass du nicht mehr unter uns bist. Mach's gut, Willi, dein Kumpel Mickey. Kollegen wie Georgina Fleur und Elena Miras teilen ihre tiefe Trauer im Netz mit. Auch Comedian Oliver Pocher nimmt Abschied von dem TV-Urgestein. Auch wenn ich Willi Herren nur flüchtig kannte, ist es ein tragisches Schicksal, als Vater so plötzlich aus dem Leben gerissen zu werden. Ich habe ihn immer als lebensfrohen Menschen wahrgenommen und spreche allen Hinterbliebenen mein herzliches Beileid aus. Und genau so wird Willi seiner Familie, seinen Freunden und Fans wohl auch immer in Erinnerung bleiben, als lebensfroher Herzensmensch.